Mein Name ist Susanne Fiegeler-Briesch, ich bin seit August 2011 bei TÜV Austria Services und arbeite im Geschäftsbereich Druckgeräte, Fachbereich Anlagensicherheit. Ich beschäftige mich vorwiegend mit systematischen Risikoanalysen, unter anderem HAZOPS. HAZOP bedeutet Hazard and Operability Study. Da geht es darum, für zu planende Anlagen, aber auch bestehende Anlagen Gefahrenpotenzial herauszufinden und zu verbessern. Die größte Herausforderung bei der Erstellung einer HAZOP liegt vor allem darin, die gesetzlichen Anforderungen so praxisnah wie möglich für den Kunden umzusetzen. Kundenanfragen für HAZOPS gibt es vor allem aus der prozesschemischen Industrie, wie zum Beispiel der Raffinerie in Schwechat. Mein Aufgabenbereich umfasst außerdem die Erstellung von Explosionsschutzdokumenten und Entwurfsprüfberichten für Baugruppenbewertungen in Zusammenarbeit mit Erstprüfstelle und Kesselprüfstelle. Ich habe schon immer ein großes Interesse an Naturwissenschaften und Mathematik gehabt. Deshalb war das für mich eigentlich eine logische Konsequenz, dass ich Technikerin geworden bin. Warum manche Frauen keinen technischen Beruf ergreifen, das muss man wahrscheinlich die Frauen fragen. Ein Grund ist wahrscheinlich das fehlende Interesse. Ein anderer Grund liegt vielleicht in der Erziehung, dass man den Mädchen schon früh gesagt hat, ja, das ist jetzt nichts Frauentypisches oder Mädchentypisches. Und da schlummert sicher noch viel Potenzial in der Gesellschaft. Wie kann ich das verbessern, indem ich Frauen oder Mädchen auch schon in der Schule fördere und eben dazu motiviere, dass sie einen technischen Beruf bzw. eine technische Ausbildung ergreifen. Junge Frauen, die überlegen, einen technischen Beruf zu ergreifen, denen kann ich nur sagen, nur Mut, ihr schafft das.